Ich darf Sie und euch hier ganz herzlich begrüßen in der Kirche in Dahmen, die noch so schön geschmückt ist von der Hochzeit gestern. Ja, und es freut mich, euch alle hier zu sehen. Innere Sicherheit oder generell Sicherheit ist ja ein großes Thema der Zeit. Es gab ja jetzt auch allerhand Versprechen von den Politikern, es gab großen Wahlkampf und wir dürfen gespannt sein, was verwirklicht wird von den ganzen Zusagen. Vieles von den Versprechen wird sich vielleicht auch wieder in Luft auflösen, weil Politiker eben halt auch nur Menschen sind. Und daher finde ich das besonders großartig und beruhigend, dass unser Gott, den wir hier haben, seine Zusagen hält. Ich habe da ein paar Beispiele für den inneren Frieden zum Beispiel. Im Johannes 14, Vers 27. Meinen Frieden gebe ich euch. Oder er lässt Gnade walten. Der Herr krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 103, Vers 4. Gott ist eine Hilfe in großen Nöten. Psalm 46, Vers 2. Oder Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So viele Zusagen, die alle in der Bibel stehen und die wir für wahr, für bare Münze nehmen können. Aber wie oft nehmen wir Gottes Zusagen und Hilfestellen einfach so an, ohne darüber nachzudenken? Wir wollen Gott heute loben und preisen dafür. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Vielleicht können wir diesen neuen Wochenspruch einfach so mit in die neue Woche nehmen, dass wir uns öfter mal dran erinnern, das, was der Herr Gutes für uns tut, Tag für Tag. Nehmt den inneren Frieden von unserem Gott mit in die neue Woche. Lasst uns diesen Gottesdienst nun fröhlich feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Psalm 146, Gottes ewige Treue. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind nur Menschen. Sie können eh nicht helfen.
Denn der Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind alle seine Pläne verloren. Wohl denen, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungernden speist, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Herr, unser Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen. Deine Güte ist alle Morgen neu und dafür loben und preisen wir dich in dieser Stunde. Wir sind zuversichtlich, dass uns deine Kraft und dein Erbarmen durch die neue Woche geleiten wird und dass wir im Vertrauen zu dir und ja, deiner Freude und deinem Frieden im Herzen ein Segen sein können in unserer Welt. So segne uns dein Wort, Herr. Stärke uns, damit wir auch etwas sein können zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen. Lukas 17, Verse 11 bis 19. Die 10 Aussätzigen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Sie standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, sie hingingen
da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankt ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein kann, am Ende des Sommers, am 1. September. Da beginnt ja, begann da die Schule und dann ging es wieder das richtige Leben los. Bei uns ist jetzt ein bisschen verschoben, aber ich glaube, am Montag geht auch die Schule hier in Mecklenburg wieder los. Also von daher sind wir langsam wieder dabei, uns in den normalen Rhythmus zu begeben. Und ich darf hier bei euch sein, heute in Dahmen. Allerdings habe ich den Predigttext vom 12. Sonntag nach Trinitatis. Wir haben heute den 14. Sonntag, habe ich heute genommen. Da wird uns berichtet, dass so der Konflikt zwischen Jesus und der jüdischen Gemeinde weitergeht. Zieht sich ja durch das ganze Neue Testament eigentlich oder die ganzen Evangelien hindurch. Und Lukas berichtet von einer dieser Konfliktgegebenheiten. Man muss verstehen, dass die Religionsführer Israels skeptisch waren. Letztlich geht es ja um die Frage, wer Jesus eigentlich autorisiert hat. Mit welcher Autorität kommt Jesus einfach so daher zu diesem Volk Israel und sagt denen mit einem Mal ganz neue Dinge, die sie oft gar nicht so verstanden haben. Dabei kommt es nicht darauf an, was Jesus in der Synagoge lehrt,
sondern wie er handelt. Also nicht nur auf das Reden, das ist auch wichtig, aber dann auch auf das Tun. Wie reagiert Jesus, wenn Menschen zu ihm kommen? Doch hören Sie zunächst den Predigttext aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Und er, Jesus, lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da. Die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von diesen Fesseln gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Herr, segne an uns dieses Wort, das du uns heute Morgen gibst. Amen. Es passiert in einer dieser Synagogen, an einem dieser Sabbate. Nicht, dass etwas Besonderes, dass man etwas Besonderes erwarten könnte. Man kam einfach zusammen zum Gottesdienst. Und darin, ihr Lieben, gleicht die Situation der Leute damals vielleicht sogar unserer. Ich weiß ja nicht, mit welcher Erwartung Sie alle hier gekommen sind, heute zu diesem Gottesdienst. Aber vielleicht mit so einer so ähnlich wie diese Frau. Eigentlich, es soll ein schöner Gottesdienst sein, eigentlich nichts Besonderes an einem 14. Sonntag nach Trinitatis, die alle so eine Nummer irgendwie so haben, mittendrin, am Anfang des neuen Schuljahres. Also eigentlich nichts Besonderes. Die Synagoge ist der Ort des Gottesdienstes, wie die Kirche, für uns der Gottesdienst ist, heute ein bisschen ausnahmsweise mal in Dahmen, jedenfalls war ich die letzten Male immer im Bülow. Also das ist vielleicht ja ein bisschen besonders, aber eigentlich nichts Besonderes. Einer dieser Sonntage in der langen Zahl von 25 oder 26 oder 27 Sonntagen nach Trinitatis, mittendrin. So auch bei dieser Frau. Wie immer war sie zum Gottesdienst gekommen, in die kleine Synagoge. Trotz ihrer Krankheit, die sie gebeugt hat, sodass sie sich nicht mehr aufrichten konnte, ganz gekrümmt kam sie daher, konnte vielleicht gerade so ein bisschen hochgucken, aber den Horizont, die Weite gar nicht mehr mitbekommen. So wie jeden Samstag kam sie hier. Sie sah nicht viel, sah nur 3 Schritte voraus oder 5. Sie steht wie jeden Sabbat am Rande des Gottesdienstraumes, so wie sie meinte, es sich gehört für eine Frau und dann noch eine, die 18 Jahre lang schon krank war, gebeugt von der Krankheit, aber bereit, auf Gott zu hören. Und dann ist da der Synagogenvorsteher, sozusagen der Hausherr, der den Gottesdienst leitet. Er steht da, seltsam unberührt oder vielleicht muss man sagen anders berührt, weil in ihm kocht es.
Er nimmt das nicht alles ganz so gelassen. Er steht da, senkrecht, gerade, mit geradem Rücken durchgedrückt, und das drückt Autorität aus. Aber vielleicht auch Unbeweglichkeit. Von dem, was eigentlich zu erwarten wäre, auch er, einer, der nichts Besonderes erwartet an diesem Sonntag, an diesem Sabbat. Und man hat den Eindruck, er ist sozusagen der Garant dessen, was immer schon so war und immer so sein soll. Da bewegt sich nichts, keinen Millimeter. Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Da gehört sich das nicht. Das passt nicht zu dem, was ich weiß und was ich kenne und was ich für richtig halte. Zornige Worte. Die Angesprochenen, das Volk, an die er sich wendet, die schauen sich an, sind ein Stückchen verwirrt. Wieso redet er sie eigentlich an? Was haben sie damit zu tun? Sie stehen da nur, sie haben weder das eine noch in die andere Richtung irgendwie votiert. Sie haben das Ganze interessiert mitbekommen. Warum greift er sie an? Fühlt er sich selber angegriffen, in Frage gestellt? Denkt er, dass ihm die Gemeinde entgleitet und sich dem Fremden zuwendet und sich irgendetwas verändern könnte? Ihr Lieben, es sind 2 unterschiedliche Wege, die diese beiden Menschen in der Gegenwart von Jesus gehen. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben oder mit der Frage überschrieben: Wohin geht meine Glaubensreise? Wohin geht meine Glaubensreise? Der erste Weg, der uns deutlich wird, ist ein Weg vom Rand zur Mitte. Es ist der Weg dieser Frau, die da am Rand steht, sich gar nicht traut, richtig reinzukommen, hochzuschauen, das kann sie gar nicht. Sie steht da, sie ist da und steht ein Stück am Rand. Diese Frau war einfach da. Kein Name, keine Motivation, auch von einem Glauben ist gar nicht die Rede. Ihr widerfährt die Heilung, so nannte es mal ein Theologe. Ihr widerfährt das einfach. Ja, sie weiß gar nicht, wie ihr eigentlich geschieht. Da steht sie am Rand und dann spricht dieser Mann, der dort in der Synagoge lehrt, sie an und sagt: Komm her, vom Rand in die Mitte, sodass alle dich sehen. Diese Situation dieser Frau oder die Krankheit dieser Frau wird durch 3 kurze Sätze oder kurze Beschreibungen charakterisiert. Das erste, was von ihr gesagt wird: Sie hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Das wird gar nicht weiter beschrieben. Das ist einfach eine Formulierung für eine dauerhafte Krankheit, denen man sich nicht entziehen kann, deren Ursache auch nicht genau bestimmt ist, vielleicht auch damals noch gar nicht so benannt war, vielleicht ist es eine Osteoporose. Es ist nicht das Entscheidende, aber es ist ein Geist. Es ist etwas, was sie bestimmt, wo sie auch gar nicht raus kann. Das Zweite, sie ist verkrümmt. Ja, gebeugt, zusammengebeugt. Wir kennen eben diese Ursache nicht ganz genau, aber wir wissen, dass das schmerzhaft ist, dass das schwer ist, dass auch nicht eigentlich einfach nur wieder aufzurichten geht. Und das Dritte, sie kann sich nicht aufrichten und hat von daher keinen weiten Blick, einen ganz kurzen Horizont. Gebeugt nach unten sieht sie vor sich hin, und wenn sie mal hochschauen will, um zu sehen, wer da eigentlich gerade ist, dann kostet es Anstrengung, überhaupt irgendwie hochzukommen, um hochzusehen. Ja, dieser Körper ist geschunden. Ein langer, schmerzhafter Prozess liegt hinter ihr, der scheinbar unumkehrbar ist. Ich habe den Eindruck, liebe Gemeinde,
dass es in unseren Gemeinden auch solche Menschen gibt, immer wieder solche Menschen gibt, hoffentlich solche Menschen gibt. Nicht jeder von uns ist davon betroffen, nicht jeder von uns ist gebeugt, aber Lasten, die wir zu tragen haben, kennen wir wohl alle. Bei uns in Elbingerode, wo ich ja lange Zeit war, wo die Klinik war, die Suchtklinik, da hatten wir viele solcher Leute. Gar nicht unbedingt so körperlich gebeugt, aber seelisch, gebrochen, kaputt. Und die Menschen um die Leute herum, die wissen ganz genau, mit dem ist nichts mehr zu machen. Hopfen und Malz verloren. Wir hatten einen bei uns, der dann Mitarbeiter wurde, er hat 86 Entgiftungen mitgemacht. Muss man sich mal vorstellen. Stationär, ambulant, persönlich, wie auch immer. Eigentlich hoffnungslos. Und ich muss schon sagen, ich fand es schon damals sehr beeindruckend, dass unser Chef, damaliger Chefarzt, der die Akutklinik geleitet hat, niemanden aufgegeben hat und gesagt hat, und wenn er zum 87. Mal kommt, werden wir für ihn mit da sein. Das ist Gemeinde. Gemeinde, die solche Leute mit aufnimmt. In Seran kennen wir das und hier bei euch ist es sicherlich auch, hoffentlich auch so, dass Menschen, die gebeugt sind, Lasten tragen, gerade in die Gemeinde kommen. Wohin denn sonst? Wenn nicht in die Gemeinde. Und nun Jesus. Er sieht die Frau, ruft sie zu sich, spricht sie an und legt ihr die Hände auf. Aus der Distanz, weit weg da hinten, wird Nähe. Jesus nimmt die Frau wahr. Er ermutigt sie, hervorzutreten, hinzukommen, herzukommen, in die Mitte des Gottesdienstes, der Gemeinde. Alle sehen sie. Und er spricht ihr die Heilung ihrer Krankheit zu. Und schließlich berührt er sie. Ein Beispiel, wie Menschen zu Jesus finden. Und wie Jesus Menschen frei macht von dem, was sie niederdrückt. Es ist die Feststellung, dass jetzt die Krankheit, die diese Frau so lange gebeugt hat, keine Macht mehr auf ihr Leben hat. Sie war durch ihre Krankheit in ihrem Körper gefangen. Jetzt ist sie frei. Sie kann sich wieder aufrichten. Der Horizont ihres Lebens ist nicht mehr auf den nächsten Schritt beschränkt. Sie sieht weiter. Sie richtet sich nicht nur körperlich auf, sondern ihr ganzes Leben weitet sich. Und das Erste, was sie tut, ist, Gott zu preisen. Sie verbindet ihre Heilung mit Gott. Das wird in der Geschichte gar nicht groß betont, gar nicht groß benannt, aber es ist klar in dieser Situation für sie selbstverständlich, dass sie diese Heilung in der Synagoge auf Gott bezieht. Und dann fallen mir Menschen ein, die wir mit begleiten durften und immer wieder auch begleiten dürfen. Immer wieder passiert das ja. Ich denke an zwei bei uns in Elbingerode, der eine heißt Andreas und die andere Andrea. Beide tief gebeugt durch die Sucht. Kaputt. Und dann kommen sie zum Glauben und dann verändert sich etwas und der Horizont wird weiter. Und ihr müsst diese beiden Leute mal sehen, wie die Gott loben. Der Andreas, der schleppt die Leute aus der Klinik mit zur Bibelstunde und freut sich immer, wenn wieder einer bei der Bibelstunde mit dabei ist. Und die Andrea, die fängt an, den Lobpreis zu gestalten, Chor zusammenzuführen, junge Leute, die anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Da ist noch nicht alles in Ordnung. Da merkt man noch etwas von dem, was mal war. Aber da hat sich so viel verändert. Ein ganz neuer Horizont ist gekommen. Das ist Gemeinde. Das will Jesus. So begegnet er uns. Aus der Distanz in die Mitte zu dem Gottes Lob hin. Und der zweite Weg in dieser Geschichte, es ist der Weg von der Mitte ins Aus. Von der Mitte weg ins Abseits. Es ist der Weg des frommen Synagogenvorstehers, aber er ist dafür verantwortlich,
für einen angemessenen Gottesdienst zu sorgen. Und so antwortet er auf das Geschehen. Was geschieht, ist für ihn fraglich. Dabei richtet er sich weder an Jesus noch an die Frau, sondern an das Volk. Die bisher eigentlich die Beteiligten waren in dieser ganzen Geschichte, die spielen für ihn jetzt gar nicht mehr die große Rolle, sondern das Volk soll entscheiden. Die muss er gewinnen. Für ihn ist es die unausgesprochene Erwartung der Umstehenden, die diese Heilung regelwidrig provoziert hat. Der Synagogenvorsteher interpretiert die Heilung als Arbeit. Da muss doch etwas passiert sein. Das ist doch, kommt doch nicht einfach von so, sondern da hat doch einer richtig was getan. Und diese Arbeit ist am Sabbat verboten. Doch nichts deutet auf Arbeit hin. Weder hat die Frau die Heilung erbeten, sie stand da ganz wie jeden Sabbat dort am Rande, noch hat Jesus, außer mit der Frau zu reden und ihr die Hand aufzulegen, Arbeit verrichtet. Keine Verbände gewechselt oder was auch immer das sein könnte, überhaupt nichts. Er spricht sie nur an, wie das in einer Synagoge ja passiert. Da wird gesprochen. Das tut er ja selber ja auch, dieser Synagogenvorsteher. Nein, es ist die Deutung des Synagogenvorstehers, die seine ablehnende Haltung widerspiegelt und hervorbringt. Da kümmert sich einer scheinbar überhaupt nicht um die Regeln, so muss er es verstehen. Die Regeln, die doch klar sind, Gottes gute Regeln, und ohne diese guten Regeln würde der Sabbat nach und nach beliebig werden, an Halt verlieren und keinen Halt mehr gewähren. Ja, der Mann hat ja recht. Ohne Sonntag gibt es nur noch Alltag. Ohne Sabbat würde man nur noch arbeiten müssen. Wo würden wir da hinkommen, wenn wir gar nicht mehr zur Pause finden würden? Da hat er recht. Die Regeln der Tora helfen ja, sind ja gute Regeln. Helfen für unser Leben, was Gott für uns bereit hat. Und helfen dazu, Gott gemeinsam zu loben. Und dann wird man mit einem Mal stutzig, wenn man das hört. Die Regeln helfen, Gott zu loben. Und da kommt eine Frau vom Rand in die Mitte und fängt an, Gott zu loben. Aber das sieht er gar nicht mehr. Weil seine Vorstellung, wie das eigentlich passieren müsste, dem überhaupt nicht entspricht, was da eigentlich passiert. Und da merken wir, dieser Mann, dieser Synagogenvorsteher blendet vieles einfach aus. Nämlich, was da passiert ist, Heilung, wie das Schicksal dieser Frau sich verändert hat und wie sie aus der Distanz zum Gotteslob kommt. Und da antwortet Jesus. Er antwortet mit einem Vergleich. Ein Vergleich, den Sie ganz schnell nachvollziehen können, vom Kleineren auf das Größere zu schließen. Ein logischer Schluss. Wenn ihr schon eurem Vieh am Sabbat das zum Leben Notwendige gebt, wieso sollte Gott nicht diese Frau von ihrer Krankheit befreien? Kein Mensch würde es machen, so sagt Jesus, wenn ein Rind oder ein anderes Haustier sich irgendwo verheddert hätte und ums Leben kämpft, dass man dem nicht hilft und dieses Tier befreit aus einer Schlinge oder aus einer schweren Situation herausführt, weil das gehört sich so, dass das braucht es, auch am Sabbat. Und dann merkt man, auch er wendet sich an das Volk. Er nimmt den Synagogenvorsteher mit rein und sagt, ihr macht das doch so. Und dann merkt man dieses Werben Jesus um diesen Mann und um die Menge, indem er die innere Logik des Geschehens aufdeckt. Es geht um die Frau, um ihr jahrelanges Gebeugtsein. Ochsen und Esel können natürlich einen Tag ohne Wasser auskommen und trotzdem helft ihr denen und trotzdem füttert ihr sie und trotzdem befreit ihr sie. Deshalb, wie viel mehr muss das bei dieser Frau geschehen? Jesus sieht die Not der Frau. Er reagiert jetzt, auch am Sabbat.
Nicht die Sabbatregel bestimmt das Handeln Jesu, sondern das Lebensschicksal dieser Frau, die ihm begegnet. Und damit verändert Jesus die Situation, nicht nur dieser Frau, sondern auch die Sichtweise des Volkes und möchte auch die Sichtweise des Synagogenvorstehers verändern, hin zu den Menschen. Wohin geht es mit unserer Glaubensreise? Festgelegt durch alle Vorstellungen, die wir schon immer hatten und die immer so da waren, oder neu geöffnet zur Freiheit hin, die Jesus uns schenkt? Und damit sind wir beim Letzten, nämlich vom Zuschauer zum Aktiven. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen, denn oft ist es ja sehr viel bequemer, einfach Zuschauer zu bleiben und vielleicht noch Zensuren zu verteilen. Das ist übrigens etwas, was wir gerne machen in der Kirche, aber nicht nur in der Kirche, sondern auch sonst. Wir sitzen in unserem Sessel, haben vielleicht im Fernsehen irgendwelche Leute vor uns, und dann gucken wir uns das Ganze an, schauen dem zu und verteilen am Schluss Zensuren und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Sich selber hineinzubegeben in das, wo man Entscheidungen treffen muss, ist sehr viel schwieriger. Und das ist die Frage. Was machen wir mit Regeln, die scheinbar schon immer da waren, die aber gegen Gottes Liebe zu uns Menschen stehen? Wann darf man sie übertreten und wann darf man sie verändern? Jesus bringt manche Regelwerke durcheinander, die scheinbar das Leben ordnen. Er stellt in Frage, was uns fraglos erscheint, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und ihr Lieben, in Frage gestellt zu werden, macht unsicher. Manchmal macht es sogar Angst. Und wie reagieren wir dann darauf, wenn die Dinge mal in Frage gestellt kommen? Wenn ein anderer kommt, der uns mit einer anderen Meinung begegnet, dann kann es doch nur sein, dass meine Meinung richtig ist. Ich hatte gestern wieder ein Gespräch, wo mir jemand sagte, an mir liegt das nicht. An mir liegt das nicht. Ist völlig klar, meine Sichtweise ist richtig. Wenn schon, dann kann das eigentlich nur bei dem anderen liegen. Aber die Infragestellung heißt doch, dass wir mal die Frage zulassen, ob denn der andere vielleicht nicht doch auch Recht haben könnte. Könnte es sein, dass der andere mal Recht hat? Und dann werden wir mit einem Mal ein kleines bisschen unsicherer. Und das ist ungewöhnlich. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wenn wir uns in Frage stellen, könnte es sein. Die gebeugte Frau ist bereit, den Schritt zu wagen, den Jesus von ihr wollte. Der fromme Vorsteher der Synagoge nicht. Der weiß klipp und klar, was Sache ist und lässt das nicht in Frage stellen. So werden die beiden zu Kontrastpersonen. Zwei Reaktionen auf Jesus. Nicht gut und böse, was man so vielleicht klar einregeln kann, sondern vielleicht eher befreit und tragisch. Kontrast. Befreit und tragisch. Die Menge, die die Heilung und den Streit darüber erlebt, spiegelt die Irritation und die Zwiespältigkeit der Situation wider. Denn es schämten sich alle, heißt es am Schluss, es schämten sich alle, die gegen ihn waren, und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Scham und Freude. Scham darüber, dass sie sich zuerst einfach auf die Seite der Regeln und der Sicherheit gestellt haben. War doch schon immer so. Mit einem Mal stellt Jesus das in Frage und dann merken sie, könnte es sein? Müssen wir uns verändern? Und die Freude, weil die Menschen sehen, dass es einen anderen Weg gibt, den sie gesehen haben und den die Frau gegangen ist. Es ist die Freude über die herrlichen Taten Gottes, die er durch Jesus vollbringt und die Menschen Gott loben lassen. Und wenn es dazu kommt, dass Menschen, die ganz gekrümmt, ganz am Rande, ganz und gar weit weg standen, dazukommen und dann zum Lob Gottes finden, vielleicht anders, als wir es gewohnt sind,
vielleicht anders, als wir es für richtig halten. Ja, kann sein. Aber sie kommen zum Lob Gottes. Wisst ihr, die Situation dort in Elbingerode, die wir dort immer wieder hatten, dann stand man manchmal davor und hat so gesagt, Menschenskinders, können die sich nicht mal eigentlich an das halten, was schon immer so bei uns war? In einem Diakonissen-Mutterhaus. 120 Jahre gibt es dieses Mutterhaus. Und jetzt kommen die Leute dazu. Und die Schwestern mussten diesen Weg mitgehen, dass wir sagen, doch, es darf anders sein. Wenn nur Menschen zum Gotteslob kommen, wenn nun Menschen verändert werden, dann verändert sich auch bei uns. Und so sind auch wir gefragt, wohin unsere Reise des Glaubens geht. Vom Rand in die Mitte zu Jesus und damit zu einem fröhlichen Gotteslob oder aus einer frommen, ich nenne es mal, Wohlfühlsituation, die uns schon immer so da war und wo wir alles schon kennen und wo wir alle ganz sicher sind, ins Abseits, weil Jesus nicht mehr da ist, weil Jesus diesen Weg nicht mitgeht. Das kann dann ganz fromm aussehen, wenn wir so einen Weg manchmal gehen, aber es ist ein Weg ohne Jesus und deshalb lädt Jesus uns ein, tatsächlich hinzukommen in die Mitte zu ihm, auch wenn da manche Dinge in Frage gestellt werden müssen, die für uns so sicher scheinen. Herr, ich bitte dich ganz herzlich darum, dass du es uns schenkst, dass wir bereit sind, uns selber in Frage stellen zu lassen. Nicht von Menschen, sondern von dir. Von dem, was du willst, mit uns und mit anderen um uns herum. Danke, dass du uns dazu bereit machen willst. Segne du uns auf diesem Weg. Amen. Thank you.
Herr, wir danken dir, dass du hineinsiehst in unsere Situation, in die ganz persönliche, die jeder von uns erlebt, in der er lebt und die uns beschäftigen, aber dann auch die Situation in unserem Land, die Situation in dieser Welt. Herr, wir sind oft so ratlos, weil wir nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Lass uns immer wieder neu hören auf das, was du uns sagen willst, damit wir an unserem Platz Zeugen sind für dich. Und dann gib du denen, die Verantwortung tragen, dass sie diese Verantwortung erkennen und dass sie in dieser Verantwortung ganz bewusst vor dir stehen. Hilf den Mächtigen, die darüber entscheiden, ob Krieg oder Frieden sein wird. Wir bitten dich für die Situation in der Ukraine, in Palästina, in vielen Ländern in Afrika, in Asien. Du siehst den Unfrieden in dieser Welt. Und wir bitten dich, Herr, erbarme du dich über diese Welt, über unsere Zeit, in der wir leben, und gib uns Zeugen zu sein für dich. Und immer wieder, trotz allem, hinzukommen zu dem Lob Gottes, das auch durch unser Leben vergrößert werden soll. Wir danken dir, dass wir dir all das, was uns bewegt, sagen dürfen in dem Gebet, das du selber uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.